Einer der erfolgreichsten deutschen Regisseure kehrt nach internationalen Großprojekten wie Das Parfüm oder The International mit einem etwas kleineren deutschen Film wieder auf die Kinoleinwände zurück. Ganz nebenbei gehen die Protagonisten in seinem neuen Film 3 auch zum Fußball. Und da der Film in Berlin spielt, liegt es nahe, wohin sie gehen. Natürlich ins Stadion einer alten Försterei. Sie sehen ein Spiel von Union. Das freut uns ganz besonders und deshalb haben wir ihn heute hier bei uns bei AFTV im Interview. Herzlich willkommen, Tom Tüpfer. Hallo. Tom, in dem Trailer zu deinem neuen Film 3 wird der Film angekündigt als eine romantische Komödie. Ist das eine falsche Fährte, die du mit Absicht legst? Nee, der Film ist ja irgendwie romantisch. Also vor allen Dingen, es ist ein Liebesfilm. Also ich meine, er handelt ja, wenn man so will, erstmal von Zweien. Und es war auch ursprünglich ein Projekt, das so anfing in so einer Sammelbox, hatte ich ganz viele Ideen und Situationen und so eher obskure Eigenheiten von Zweierbeziehungen, von Langzeitbeziehungen gesammelt. Es ging ein bisschen darum, einen Film zu machen über Beziehungen, die es ein bisschen länger ausgehalten haben miteinander. Also nicht so sehr das, was in Filmen sonst immer auftaucht, dass Leute sich frisch verlieben, sondern ich hatte Lust, einen Film zu machen über das, was eine Liebe so ein bisschen länger zusammenhält oder was auch ein bisschen schwierig daran ist. Also der Verlust an irgendwie Neugier und so ein bisschen der Geheimnisverlust, das ist ja immer das Problem so ein bisschen. Und gleichzeitig die Vertrautheit und die, das Verlässliche und irgendwie auch das gemeinsame Geschichte machen, das ist ja das Tolle. Aber irgendwie wurde kein Film draus und irgendwann entstand plötzlich die Idee, einen dritten ins Spiel zu bringen, was jetzt nicht die allerneueste Idee ist, aber was Neues an der Idee ist, dass das Unerwartete passiert, nämlich dass sich beide aus dieser Beziehung in diesen Typen verlieben und das auch noch heimlich voreinander tun.